Ja, der Krankenwagen ist schon unterwegs. Treten Sie bitte zurück. Zurücktreten, bitte. Bitte treten Sie doch zurück. Die Gasleitung könnte explodieren. Halten Sie die Leute zurück. Wir brauchen Platz für die Feuerwehr. Wie sieht's aus? Bitte zurücktreten. Wenn Sie diese Woche noch ankommen. Noch jemand drin? Wir wissen es nicht genau. Sie sagt, dass die Frau, die da wohnt, möglicherweise eine Illegale ist. Unendlich, warten Sie! Sie wissen doch nicht, ob da jemand drin ist! Ganz ruhig, Schätzchen. Wenn's nach verbrannten Hosen riecht, dann sag ich's dir schon. Weshalb wartet ihr denn nicht? Warum muss er immer... Mein Held. Ist er nicht riesig? Die Leute weg, das Haus könnte einstürzen. Garcia! Ja? Geben Sie mir eine Decke oder sowas ähnliches. Was ist? Oh, verflucht, da muss ich auch nochmal rein. Bis gleich heute. Halt durch, mein Kleiner, ich komm schon. Wir gehen da nicht nochmal rein. Ist er denn verrückt? Ja, das scheint ansteckend zu sein. Oh, Mann. Du musst deinen kleinen Nino mal erziehen. Der hat mir in die Nase gepupst. Vielleicht dachte er, ich wäre ein Einbrecher. So, nee, ist toll gemacht, der Kiste. Du bist spitze, mein Freund. Alle mal lachen. So. Hey, seht mal alle her. Hey, seine stinkende Windel, die hat ihn gerettet. Steht unser Tequila ist ein Löwe. Was, ist meine Hose offen? Nein, nein. Morgen, Tequila. Morgen, mein Schnuckelchen. Ich komme hier reingelatscht und es wird totenstill. Also irgendwas ist hier am Kochen. Ist das nicht normal für Sie? Oh, Sie sind ja so scherzig heute, Detective Lee. Sagen Sie, heute Morgen schon die Zeitung gelesen? Tue ich normalerweise jeden Morgen. Die einzige Zeitung, die eine echte Zeitung ist. Die New York Times natürlich. Das ist die einzige Zeitung, die heute zählt. Na Wahnsinn, mein Ponem auf der Titelseite. Tja, da seid ihr geplättet. Wunderhund rettet Baby? Damit meinen die mich. Na, was soll man von so einem Käseblatt schon erwarten? Wer gibt das Ding raus, Shirley MacLaine? Das ist wieder richtig unfair. Ich begreife ja, dass Sie sauer sind, weil man Sie nicht erwähnte. Da leidet das Ego nicht. Garcia, ich bin nicht sauer. Und ich bin überhaupt nicht daran interessiert, zu einer Legende in diesem La-La-Land zu werden. Nur einmal. Nur ein einziges Mal möchte ich erleben, dass Sie innerhalb von 24 Stunden nicht auf Kalifornien rumhacken. Ja, Garcia. Ja. Wollen wir eine kleine Wette eingehen? Nehm ihn beim Wort, Garcia. Einen blanken Dollar. Du gehst ja riesig ran. Einen ganzen Dollar? Oi, oi, oi. Wie wär's mit einem Skiwochenende? Nur wir beide. $2. Yeah! Garcia, Sie schaffen mich. Na, da hast du doch Bock. Gut, wie wär's mit einem Besuch in der Oper und danach ein Dinner? Na? Geht. So, Freunde, Sendepause und herhören, denn euer lieber Captain hat gute Nachrichten für seine Truppe. Das wäre ja mal ganz was Neues. Es scheint, dass unser oft verleumdeter und ständig missverstandener Beruf eine Aufwertung erfahren soll, dank der mutigen und heroischen Tat unseres Wunderhundes, Officer Tequila. Oh, nee, doch bitte nicht. Das ist mir ja peinlich. Also nein, das war selbstverständlich. Halten wir uns den Händen aus der Maschine von niemand anderem als TB und M. Wer ist das? Wer? Tilden, Burley und May. Oh, die. Eine Werbeagentur, die größte an der Westküste. Also, die haben Folgendes geschrieben.
Einer unserer größten und wichtigsten Kunden bietet Officer Tequila einen Vertrag an. Was, ein Vertrag? Er soll bei einer großen Werbekampagne ihr Protagonist sein. Hey, Hollywood, schau für Google und Filmstars. Wer ist der Kunde? Mexico Burrito? Nur halt dich mal im Zaum, Junge, da ja? Da steht nicht drin. Na, viel Glück, Captain. Nicht so eilig, Gast Detective Bonetti, das geht Sie auch etwas an. Was soll denn das heißen? Das soll Folgendes heißen. Sie und ich gehen zu einem Arbeitsessen in den Yachtclub. Oh. Ich führe die Verhandlungen und Sie sind Tequilas offizieller Bodyguard und Hundeführer. Wie wär's mit Partner? Ja, echt mal. Führen kann ich mich allein. Darf ich Sie daran erinnern, dass Garcia und ich zurzeit an einem Fall von schwerem Einbruch arbeiten? An einem Fall von schwerem Einbruch gearbeitet haben, denn diesen Fall übernimmt jetzt Detective Lee. Detective Lee? Dabei geht's nicht um Gummibärchen, sondern um ein schweres Ding. Detective Lee wird das mit dem gleichen Elan handhaben, wie Sie das bisher gemacht haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Unglaublich ist das, wie ihr hier arbeitet. Na, wie denn? Alles so spielerisch. Ihr handhabt das, als wenn ihr nur mal zwischendurch ein kleines Spielchen machen wollt, weil das in der Sonne liegen so langweilig ist. Und wenn man draußen genug Pigmente eingefangen hat, geht das ja. Interessiert Sie denn gar nicht, wer der Kunde sein könnte? Ja, sehr sogar. Deshalb gehen wir zwei auch im Yachtclub essen. Aber keine Sorge, wenn das nicht ein Spitzenvertrag wird, hauen wir einfach ab. Komm, gehen wir, Tequila, Showtime. Ja. Sein Name ist Harry Durden. Harry Durden? Ja. Wow, das ist ein Hammer. Sie kennen Harry? Oh ja, er war früher mein Mentor. Alles, was ich über die Arbeit eines Polizisten weiß, hat er mir beigebracht. Wann kommt denn nun der Soßenträger mit der Bestellkarte? Er wird oder ihm was beißt mich da? Er ist zwar ein wahnsinnig zäher Knochen, grob, schroff, arrogant. Aus Brooklyn? Hollywood. Detective Bonetti, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber Sie scheinen diesem ganzen Projekt nicht sehr enthusiastisch gegenüberzustehen. Enthusiastisch? Der ist völlig ekstatisch. Er ist außer sich vor Freude. Ich kenne ihn doch. Nein, nein, durchaus nicht. Aber mein Partner hier, der ist ganz schön dickköpfig. Aha, unabhängig, ein Nonkonformist. Sehr schön. Die blaue gefällt mir. Na, großartig. Als Schauspieler ist er das Unzuverlässigste, was man sich vorstellen kann. Bonetti. Spontan, also ein unberechenbares Temperament. Ja, wenn Sie mit genau dem einen Werbespot drehen wollen, dann muss er doch wohl genau tun, was der Regisseur von ihm fordert, nicht? Mhm. Das wird ein Schuss in die Hose. Denn dieser unabhängige, nonkonformistische, spontane Hund, der hört so gut wie überhaupt nicht. Nein, keineswegs. Er ist das, was wir einen hochqualifiziert ausgebildeten Polizeihund nennen. Er wird sensationell sein. Ach ja, Tequila? Leg dich hin. Hinlegen? Mach ich für dich, Junge. Ist doch überhaupt kein Problem. Noch dazu, wenn du mich so nett bittest. Bin ich in diesem Winkel fotogen genug? Na also! Das ist eine Premiere. Wenn es ihm Spaß macht, gehorcht er auf jedes Wort. Passen Sie auf. Tequila, roll dich. Ja, aber lieben gern, Junge. Also, ich finde ihn wundervoll. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm Schwierigkeiten haben werden. Hast du völlig recht, Kindchen. Besonders, wenn die Knete stimmt, gell? Harry! Oh, Harry, wie schön, Sie wiederzusehen. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Ach was, das ist ja eine Ewigkeit Lauren. Hier. Harry, das ist Detective Nico Bonetti, zu Gast aus Brooklyn. Detective, Mr. Dirty. Und das da ist, Ihr Star, Tequila. Oh, wirklich danke. Hübscher Kerl. Kann man von dir nicht sagen. Kennen wir uns? Ja, Median Knight. Sie waren mein Chef bei der South Coast, jetzt bin ich der Chef. Knight, Knight. Oh ja, Mann, natürlich, Sie. Sie waren doch der, der den Streifenwagen gegen die Leitplanke gedonnert hat auf der San Vicente. Midnight haben wir ihn danach genannt. Sein Blackout muss mitternachts schwarz gewesen sein. Dass Sie sich daran gerade erinnern, freut mich wirklich. Nun, Harry, was denken Sie vom zukünftigen Sympathieträger von Gold Badge Home Security? Dieser private Sicherheitsdienst? Das bin ich mit einem Dutzend anderer Ex-Polizisten. Ich ermittle gerade in einer Einbruchsserie. Die betrifft auch zwei Ihrer Kunden. Die tragen zu meinen Kopfschmerzen bei und meinem Magengeschwür. Aber wissen Sie, wenn diese Leute ein Alarmsystem für $10,000 kaufen und es nicht einschalten, kann ich nichts dafür. 10 Riesen Scheiß drauf, kauft ihr lieber einen Hund? Sind Sie wirklich der Meinung, dass beide nicht eingeschaltet haben? Tja. Leider vergessen viele meiner Kunden das Einschalten. Wenn echte Cops Häuser zu bewachen hätten und die würden dann ausgeraubt werden, dann würden bei uns aber Köpfe rollen. In meiner Firma bin ich der Untersuchungsausschuss. Kann man Sie besuchen? Bonetti. Captain, ich tue nur meine Arbeit. Ich finde, wenn Tequila die Firma repräsentieren soll, müssten wir uns den Laden wenigstens mal ansehen. Das ist nicht notwendig. Nach meiner persönlichen Meinung. Das finde ich auch. Aber Tequilas Ruf steht auf dem Spiel. Ein Ruf ist vergänglich. Was zählt, ist Knete. Ebenso wie der des Departments. Falls es Ihnen aber Probleme macht, uns rumzuführen, lassen wir es.
aber sehr beeindruckend hier, Harry. Die Bahnhofshalle beeindruckt Sie? Na, die ganze moderne Kunst hier. Guten Morgen, Chef. Hallo, Jerry, wie geht's? Ihr zwei seid auch Ex-Bullen? Warum? Wen interessiert das? Ist schon okay, Jerry. Alles in Ordnung, alles okay. Tom, wir sehen uns nachher noch. Okay, Chef. Habe ich denn was Falsches gesagt? Nein, nein, keine Sorge. Hallo, Cindy. Guten Tag, Mr. Birdie. Augenblick mal, dieses Cindy Madison? Sehr gut, Medium. Jack Madisons Frau, ja. Jemand, den ich kennen sollte? Ein Ex-Cop. 16 Jahre bei der South Coast. Davon 12 Jahre unter Ihnen, nicht Harry? Genau so ist es. Bei einem Supermarktüberfall hat sie ihn erwischt. Er hatte keine Chance. Sie werden höchstwahrscheinlich viele der Leute, die hier arbeiten, schon kennen. Wissen Sie, ich stelle hauptsächlich Leute ein, die Ex-Cops sind. Oder deren Familien. Sieh an, das ist ja ein echt feiner Zug. Kommt, Tequila. Charlie, entschuldigen Sie die Störung, ich möchte Sie ein paar Leuten vorstellen. Das sind Nico Tequila und das ist Median, Charlie Spector. Median Knight. Freut mich, Sie kennen Hallo. Sie. Detective Nico Bonetti. Sehr erfreut. Ebenfalls. Charlie ist Auge und Ohr des ganzen Unternehmens. Inklusive Gehirn. So ist es. Charlie entwarf das ganze System. Er hat es installiert und bedient alles nur von hier. Ja, wenn ein Kunde niest, dann sage ich Gesundheit. Dann müssen Sie über die Zifrin und McCormick-Einbrüche Bescheid wissen. Nur mal langsam mit den jungen Pferden, nicht? Entschuldigung, Harry, aber er ist aus New York. Sie brauchen sich nicht für ihn zu entschuldigen. Er ist ein Polizist. Bitte, Bonetti, fragen Sie ruhig, was Sie wollen. Okay. Ja, über die beiden Fälle weiß ich alles. Ich habe nach dem Einbruch die Alarmanlage der Siffrins genauestens überprüft. Mrs. Siffrin schwört, sie wäre eingeschaltet gewesen. Aber das war sie leider nicht. Und nun haben auch die McCormicks ein paar Rubens und Picassos weniger, nicht? Hm, das stinkt nach Zoo. Entschuldigen Sie bitte. Gerne. Ja, ist da Mrs. Howard? Ja. Ja, hier ist Gold Badger. Das Passwort bitte. Aerobics. Tolle Technik. Ist alles okay bei Ihnen? Ja, sicher, Charlie. Mein Pudel hat sich nur ein Stick gemopst und versucht, durch die Tür rauszuschleichen. Klasse, Baby. So stelle ich mir den modernen Vamp vor. Na wunderbar. Dann noch alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke. Wiederhören. Tja, also für meinen Teil kann ich behaupten, dass wir durchaus hinter dem Projekt stehen können. Das kann Tequila mit Stolz repräsentieren. Stimmt's, Tequila? Sicher, besonders würde mich der Pudel mit dem geklauten Steak interessieren. Na, wie finden Sie es, Bonetti? Einen besseren Laden kann man sich ja kaum vorstellen. Na, ich weiß nicht. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass hier irgendwas stinkt. Das sollte ich wohl besser einschätzen können. Schon Fingerabdrücke? Nein, noch nicht. Ein Wunder, in diesem Chaos überhaupt was zu entdecken. Hier werden ein paar Halbstarke ein bisschen zu viel geschluckt haben. Und dann haben sie die Bude frisch gemacht. Oh Mann, oh Mann. Genau das sollt ihr denken. Das hat der Täter gewollt. Nun kommt, Leute, benutzt doch mal euren Verstand. Völlig richtig. Wenn das Jugendliche gewesen wären, hätten sie die CDs mitgenommen, den Fernseher und die Anlage. Aber wenn ihr euch mal richtig umseht, werdet ihr feststellen, dass die nur was echt Wertvolles geklaut haben. Das ganze Chaos hier ist doch nur zur Tarnung. Was Sie nicht sagen. Sind Sie Hellseher? Kommen Sie, Bonetti. Was suchen Sie denn hier? Wir waren gerade in der Gegend und wollten euch ein paar Donuts bringen. Das stimmt natürlich genauso, wie ich King Kong bin, ne? Sie bringen uns Donuts? Ja, das ist mein neues Ich. Sie wissen ja, hier haben wir Gelee, da haben wir Zimt und Müsli. Ich nehme einen mit Gelee. Mit Gelee. So, nun haben wir also noch einen Goldbridge-Einbruch, hä? Ja. Wir? Das ist nicht Ihr Fall. Was aber, bis ich Rintintins persönlicher Laufbursche wurde. Bonetti, ich habe eine Menge Arbeit. Vielen Dank für die Donuts und auf Wiedersehen. Ja, bis nachher. Irgendwas für mich da drin?
Der Einbruch trägt die gleiche Handschrift wie die anderen. Wie lesen Sie das mit unsichtbarer Tinte? Kindchen, was ich von Ihnen erwarte, ist mehr. Das ist der dritte Gold Badge-Einbruch in einer knappen Woche. Das ist doch mehr als nur ein Zufall. Und ich erfuhr auch, dass noch ein paar Einbruchsversuche vertuscht worden sind. Möglicherweise stimmt das, dass die Leute keinen Alarm eingeschaltet haben. Ach, wollen Sie mir weismachen, dass drei kalifornische Knallfrösche... Drei sehr nette Kalifornier, die viel pfiffiger sind als wir New Yorker, einen Haufen Geld ausgegeben haben für die Installierung eines Alarmsystems und dann vergessen es einzuschalten? Haben Sie eine bessere Erklärung? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Schon was gefunden, Joe? Ja, einen habe ich. Wollten Sie nicht gerade eben gehen? Sehen Sie den Garten da draußen, Lee? Warum joggen Sie nicht mal durch und suchen da, ob Sie ein paar Spuren finden? Wissen Sie, ich weiß genau, dass der Captain gesagt hat, wir müssen uns ohne Sie durch die ganze Sache durchwurschteln. Ich will euch beiden mal etwas sagen, Freunde. Ihr solltet beten, dass der Typ weiterhin nur Häuser ausraubt. Denn das ist ein absoluter Profi. Und der hinterlässt keine Zeugen. Ist der nicht fabelhaft? Na schön, dann wollen wir mal Maß nehmen. Könnte er sich vielleicht mal hinstellen? Tequila, würdest du mal aufstehen? Das tut er nicht. Zwar lästig, aber kein Problem. Okay, Hals bis Schwanz 58,5. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Das sind ungefähr 18 cm. So, und wie sieht's mit der Beinlänge aus? Ich prostituiere mich nicht. Ich sahne ab und dann werde ich ganz bescheiden mit einem großen Haus voller Katzen beginnen. Ja. Könnte ich seine Pfötchen sehen? Da sind sie doch. Tequila, würdest du Jean-Pierre dein Pfötchen reichen? Na, aber natürlich, Mann, wie wir Franzosen sagen. Ja, wie ich mir schon dachte, er braucht eine gründliche Maniküre. Seine Nägel sind in fürchterlicher Verfassung. Und sowas gefällt dir, hä? Du könntest da draußen sein und Gauner beißen. Stattdessen werden dir die Nägel manikürt. Ja, ich könnte auch am Pool liegen und hausgemachte Burritos fressen, mein Freund. Zeig uns mal dein 1-Million-Dollar-Lächeln. Na immer, Baby. Ist er nicht unglaublich? Aber jetzt zu seiner Diät. Womit haben Sie ihn gefüttert? Er ist genau wie ich, italienisch. Jetzt nicht mehr. Wunder-Diät-Hundefutter mit einem Stuhlanimateur. Stuhlanimateur? Steht das in meinem Vertrag? Es gibt Vitamine, die werden sein Fell zum Glänzen bringen. Er ist keine Vitamine. Oh, ein Vitaminbonbon für mich. Mm, lecker. Oh ja, aus dem wird ein Star. Ein Star. Und den Oscar für die beste schauspielerische Leistung erhält Tequila. Danke, vielen Dank. Ich möchte vor allem meiner Mama und meinem Papa Dank sagen und auch all den ganzen Kötern und Promenadenmischungen, die das mit mir überhaupt ermöglicht haben. Nur weiß ich deren Namen nicht mehr. Und ich hätte es auch niemals geschafft ohne meine kleine Fluffy. Oh, Baby. Tequila. Tequila. Oh Mann, was, hallo. Was ist denn? Warum hast du mich geweckt? Ich wollte gerade mit der Pudeldame zur Sache kommen. So, nun hör mal zu. Jetzt wollen wir mal wieder richtig ackern. Also benimm dich wie ein echter Bulle. Falls du noch weißt, wie das geht. Entschuldige mal, mein Hundeführer. Du hast meinen Vertrag vergessen. Was soll ich denn damit? Komm jetzt. Öffnest du mir nicht die Tür? Oh Mann, ich geb's auf. Naja, bald werde ich einen richtigen Chauffeur haben. Brunetti, Sie kommen genau aufs Stichwort. Der Köter ist ja wohl das Hässlichste, was ich jemals gesehen habe. Hättest du gern ein Autogramm auf dem Arsch? Der hässliche Köter ist zufällig mein Partner. Jerry, Sie tun, was ich Ihnen gesagt habe. Wir sehen uns nachher, okay? Ja. Also, was soll das Gerede mit dem PR-Fachmann für den Hund Bonetti? Was? Ja, jemand namens Shelley rief mich an und sagte, ich soll einen Fanclub gründen, aber für ein Tier, das kommt nicht in Frage. Verzeihung. Ich werde mal mit der Frau reden. Was mich vordringlich interessiert, ich möchte wissen, wer die Häuser ihrer Klienten ausraubt. Sie verstehen? Ja, Sie haben sicher auch schon einen Verdacht, wie ich Sie kenne. Man muss kein Genie sein, um darauf zu kommen, dass es entweder jemand aus Ihrem Laden ist oder irgendjemand, der Ihnen nahesteht, Harry. Ich kann so einen Mist gar nicht hören. 2 Millionen. Ich bitte Sie, Meister. Die Einbrüche in die letzten 3 Häuser kosteten die Leute über 2 Millionen Dollar. Da gibt's jemanden in Ihrem Laden, der legt Ihnen ein dickes Ei ins Nest und Sie wollen das nicht sehen. Und ich sage Ihnen, das ist Quatsch. Jeden Mann, der bei mir arbeitet, habe ich persönlich ausgesucht. Das ist meine Familie. Aber in jeder Familie gibt es ein schwarzes Schaf. Sie wollen nur irgendwen festnageln und wer das ist, ist Ihnen völlig egal. Überprüfen Sie mal die Ganoven, die ich in den Knast geschickt habe. Und lassen Sie die Menschen hier in Ruhe. Wirkt sich das nicht nachteilig auf meinen Vertrag aus, Mr. Boss? Dieser Vertrag ist unglaublich. Wer war mit den Änderungen einverstanden? Welche Änderungen? Hier, Anhang B. Alle Fahrten von und zur Arbeit nur per Firmenlimousine. Ja, die extra lange. Ich war's nicht. Dann Anhang C.
Bei jedem Fototermin muss eine süße Pudelhündin zur Verfügung stehen. Könnte man das auf zwei Pudeldamen erweitern? Ich weiß, was das soll. Das soll wohl so ein Komplott von Ihnen sein, um von Ihren Pflichten als Hundeführer wegzukommen. Ich will Ihnen das sagen, Bonetti, das läuft nicht. Augenblick mal. Aber eins wäre wichtig. Eine Klausel muss hier noch rein, die Tequilas Filmrechte schützt. Winkt doch der Oscar? Vergessen Sie doch mal den Scheißvertrag. Das hier ist das Einzige, was zählt. Ich habe mal ein bisschen rumgestochert. Und worin? Im Vorleben Ihres Harry Durday. Der Typ war gezwungen, seinen Abschied einzureichen. Und das, weil man gegen ihn wegen Schutzgelderpressung ermittelte. Sie glauben wohl, Sie tischen mir hier Neuigkeiten auf. Nun will ich Ihnen mal was Neues sagen. Ich war dabei, als es passiert ist. Wie denn? Sie wussten von den Ermittlungen und haben mir nichts gesagt? Ganz recht. Ja, warum denn nicht? Weil es irrelevant ist. Irrelevant? Ich dachte, Harry hätte Dreck am Stecken. Oh, Sie machen aus Harry Durday Dirty Harry. Das läuft nicht. Wenn er damals ein Ganove war, warum glauben Sie, er hat sich geändert? Ich will Ihnen mal was sagen, Bonetti. Keine der gegen den ehemaligen Captain Durday vorgebrachten Beschuldigungen sind jemals bewiesen worden. Warum stellen Sie sich vor, diesen Kerl? Bei allem Respekt, Captain, aber er behandelt Sie wie etwas, was man sich von der Schuhsohle kratzt. Das meint er nicht persönlich. Nein? Nein, das ist einfach seine Art. Er ist extrem hart, aber er ist fair. Ich will mal versuchen, diesen Harry Durday zu erklären, okay? Ja. Jetzt kommt schon wieder die Story. Als junger Anfänger machte ich einen Riesenfehler. Ich stolperte über eine Limousine, die in der Gegend rumstand. In dem Wagen war keiner zu sehen, aber der Motor lief und die Türen waren rundum verschlossen. Ich habe mir gedacht, das ist eine Drogenübergabe. Oder wenigstens ist der Wagen geklaut. Und? Was war's nun? Es war der Wagen des Bürgermeisters. Und der Bürgermeister war auf dem Rücksitz, fummelte mit seiner Sekretärin und ein Stößchen geplaudert, ist klar. War sogar ein ziemlich langes Stößchen. Na, jedenfalls hatte der Bürgermeister nur einen Wunsch. Er wollte, dass man mir die Rübe abhaut. Aber einer stand mir zur Seite, Harry Durday. Er gab mir Flankenschutz. Und wieso? Weil er verstand, dass ich eben ein übereifriger junger Cop war, der nur das Richtige tun wollte. Und so ist Harry Durday. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Er hat Ihnen Ihr Händchen gewaschen, jetzt säubern Sie ihm seine Flossen. Genau. Na, fein. Das bedeutet aber nicht, dass ich ihm was schulde. Gut gebellt. Aber ich bin der Boss und Sie sind nur der Gasthundeführer. Das Händchen wird gewaschen. Wenn er sauber war, warum hat er gekündigt? Warum verließen Sie New York? Entschuldigung. War ein Tiefschlag. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte ist angenommen. Nur eins nicht vergessen. Mit Entschuldigungen fängt man keine Einbrecher, Captain. Richtig? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Bis dann. Sie können gehen. Hey, komm, Valentino, wir hauen ab. Warum sagen Sie es nicht ganz offen? Was soll ich sagen? Nun, ihr Operettenpolizisten aus dem La-La-Land seid ein Haufen Deppen. Und damit meine Wette verlieren? Garcia, ich habe eine Macke, aber ich bin nicht blöd. Aber da Sie das heikle Thema anschneiden, dass es beim nächsten Einbruch einen Mord gibt, habe ich prophezeit. Ja, das stimmt. Gastetti Bonetti. Ich poliere Ihnen die Schnauze, wenn Sie sich nochmal so anschleichen. Ich möchte gerne, würde wissen wollen von Sie in Ihrem Fall von Goldberg. Was? Ist nicht sein Fall, ist meiner. Meine Zahnbürste? Warum sollte mir jemand die Zahnbürste klauen? Wenn ich vor der Kamera lächle, will ich, dass meine Zähne strahlend weiß sind. Ist das zufällig Ihre, Detective Lee? Sei froh, dass er nicht dein Suspensorium genommen hat. So ein kleines Ding passt bei mir nicht. Er trägt Panzer. Panzer trägt er. Tequila. Tequila trägt doch keine Panzer. Nein, nicht Tequila, der Killer. Der Killer trägt hübsche kleine Damenschuhe? Nein, nein, nein. Aufpumpbare Turnschuhe. Die sind zurzeit sehr populär bei den Teenagern. Ich sag euch, wenn ihr nicht von der die Kids machen Bambule-Nummer runterkommt und alles nur nach Vorschrift abhakt, dann habt ihr bald noch eine Leiche zu verbuddeln.
Ich nehme an, dass Ihnen was durchs Köpfchen geht, was besser wäre. Oh ja, und Ihnen auch. Nämlich jetzt rauszugehen und die Intuition zu benutzen, etwas herauszufinden über die Lady. Reden Sie mit den Nachbarn, fragen Sie, ob die Alarmanlage benutzt wurde. Na, wie sollen Ihre Nachbarn wissen, ob sie ihr Alarmsystem benutzt? Also wie ich den Stall in diesem La-La-La... Oh. Das Land und die Einwohner mit den hübschen Häusern kenne, haben Sie wahrscheinlich ein-, zweimal versehentlich den Alarm ausgelöst, falls Sie das System überhaupt benutzen. Klingt überzeugend, Bonnet. Na, ruhig, ja? Ich will nur was klarstellen. Es ist unser Fall. Und wenn Sie Ihre kleinen Ideen in den Hut werfen wollen, okay, sehr schön. Aber damit hat sich's auch. Und außerdem glaube ich, dass die Limousine Ihres Partners wartet. Genau, so ist es nämlich. Wir sehen uns. So, dann wollen wir mal. Könnten wir etwas Ruhe haben auf dem Set? Kommt, Leute, macht es mir nicht so schwer. Helft mir. Ruhe auf dem Set. Wenn das glatt geht, verzichte ich auf Sex und faste zwei ganz Monate mit der lang. Ruhe. Tequila ist ein Naturtalent. Ach, da wir zufällig von Tequila sprechen, ich habe noch mal in seinen Vertrag reingesehen und finde, da fehlt noch etwas. Finden Sie? Ja. Wenn er so groß rauskommt, wie ich vermute, dann braucht er seinen eigenen Auto. Ah, und das wären dann wahrscheinlich Sie. Ja, exakt. Denn jeder gute Autor, so viele von Ihnen haben ja mit Werbespots angefangen. Ja, nennen Sie mir einen. Tja, Barry Manilow. Nein, der nicht. Bringt den Hund bitte her. Ich, der blaue Gangster-Schreck, fängt hier die Ganoven weg. Also vorwärts Marsch. Ich beiß dir jetzt in deinen Hallo. Wunderbar aus. Danke. Wunderbar, der sieht aus wie Broderick Crawford. Und du wie Richard Gere nach der Wurmkur. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihn vielleicht ablenken. Stellen Sie sich doch bitte woanders hin, wenn es Ihnen nicht ausmacht. Nein, ich werde... Ich komme gleich wieder. Kein Problem. Hals- und Beinbruch, Mr. Wunderbar. Oho, der Neid erhebt sein hässliches Haupt, hä? Also gut, lassen wir ihn links anfangen. Er spürt Gefahr. Gefahr, Gefahr spüren. Was habe ich da für eine Motivation? Ah ja, der Gehaltscheck, na sicher. Die Klappe. Wie kommt und mein schon Profil? Drehen wir das Ding. Nein, Tequila... Sieh mal, du musst auf die rechte Seite. Lass mal den Scheiß, ja? Rechts ist meine Schokoladenseite. Bitte, ich weiß, was ich tue. Ich bin Künstler, also haltet euch da raus. Also gut, ich spüre Dings, Gefahr. Also so kann ich nicht arbeiten. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Also, ich spüre Gefahr. Schnitt. Was ist denn nun wieder? Wie wär's, wenn wir die Kamera umstellen? Brillante Idee. Ich brauche ein paar Großaufnahmen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Über den Hausputz? Ja. Deshalb, weil keiner gemacht werden muss. Dieses Lied singen Sie schon zu lange, Dirty. Damals, als Sie ausschieden, haben Sie es für den Untersuchungsausschuss auch gesungen. Nur, dass es damals um Geld ging. Und heute geht es um Mord. Ein Mist, die Dinger sind so eng, da kann ich ja nur Sopran singen. Was macht er denn da? Naja, vielleicht passen ihm seine, also die Hosen da nicht. Was heißt vielleicht? Die sind für einen Chihuahua gearbeitet. Garderobe? Garderobe! Das muss ich mir nun sagen lassen von einem großmäuligen Kinderkiller von der Ostküste. Mir fehlten damals nur 2 Jahre an 20, als ich gehen musste. Ich ließ meine Pension sausen, weil ich nicht wollte, dass meinetwegen das Department schlecht dasteht. Jetzt bin ich hier draußen und reiß mir den Arsch auf, weil ich versuche, mich um Leute zu kümmern, an denen mir wirklich etwas liegt. Und ich will im Geschäft bleiben. Kriegen Sie das mit, Scheißerchen? Jetzt verpiss dich. Captain Midnight hatte recht. Mann, Sie sind sensationell. Können Sie mir bitte mal verraten, was das nun wieder heißt? Es gibt nur 3 triftige Gründe, weshalb ein guter Cop einen Killer nicht riechen kann, der vor seiner Nase tanzt. Entweder Sie decken den Kerl, oder Sie sehen es nicht, oder Sie sind der Killer. Richtig? Genau wie die Kerle vom Ausschuss, hä? Die beschmeißen dich so lange mit Dreck, sie glauben, dass du darin untergehst. Oh, oh. So, jetzt reicht es aber. Jetzt ist Schluss, verstanden? Schaffen Sie den hier weg. Vielleicht solltet ihr Schaffen mal... Schaffen Sie ihn Beruhigen weg. Sie sich doch. Halten Sie den Mund, Neid. Ich will weder seine miese Visage noch die seines scheiß Köters noch mal sehen. Verschwindet hier! Mann, du hast meine Karriere vermasselt. Dafür wirst du bezahlen. Ich hoffe, das war gut gespielt. Captain! Verschwinden Sie, Bonetti, das ist ein Befehl. Sie können sogar den Rest des Tages frei nehmen. Ich will Ihr Gesicht vom Montagmorgen nicht mehr sehen. Und dann melden Sie sich pünktlich in meinem Büro. Jetzt verschwinden Sie! Thank you.
kriegen Besuch, Junge. Was ist? Wollen Sie sich weiter prügeln? Meinetwegen, mir ist es recht. Mann, oh Mann. Mann, Bonetti. Sie sind wirklich ein harter Brocken, wissen Sie? Ich bin hergekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Na klasse, bin ich wieder im Geschäft? Dass Sie mich so unfair geschlagen haben, oder? Nein, wofür? Unfair habe ich Sie nicht angegriffen. Ich habe Sie von... Schlag das war nicht aus dem toten Winkel. Was soll der Quatsch? Einen Moment mal. Ich bin hierher gekommen, um mich hier hinzusetzen und Ihnen Gib etwas dem Mann eine Chance. Na, dann setzen Sie sich. Danke. Hören Sie, ich will mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht auf Sie gehört habe. Als ich noch Chef der South Coast war, hatte ich die besten Bullen, die es in der Stadt gab. Wir waren wie Brüder. Bis wann? Bis ich rausgefunden habe, dass zwei meiner besten Leute hiesige Geschäftsinhaber um Schutzgelder erpressen. Sie sperrten sie ein? Nein, ich sperrte sie nicht ein. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe sie mir vorgeknöpft und ihnen gesagt, wenn ich dahinter komme, dass da was Wahres dran ist, würde ich sie aufhängen. Nur sie kamen mir zuvor. Sie haben ihnen was angehängt? Na, sie versuchten es wenigstens. Der Ausschuss konnte mir natürlich nichts beweisen. Die geben ja niemals Ruhe. Sie wissen ja bestens, wie sowas ist. Sie machen mir weiß, Sie haben 18 Jahre weggeworfen, damit Ihr Department nicht in die Brüche geht? Nennen Sie mich sentimental. Für mich bist du ein Prachtkerl. Sind Sie kleiner, der Knackpunkt ist doch... Ich habe Menschen vertraut, die meine Freunde waren und die ließen mich im Stich. Ich will einfach nicht glauben, dass mir das wieder passieren soll. Also, was wollen Sie tun? Nur da sitzen und in der Hose Sand sammeln oder helfen Sie mir, den Laden aufzuräumen? Na, endlich ist die Langeweile vorbei. Und was wollen Sie von mir? Dirty sieht endlich ein, dass jemand in seinem Laden Dreck am Stecken haben muss. Möglich, dass er nur Schaum schlägt, aber warum piekt er mich dann von Neuem an? Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Schätzchen, Sie sollen die Verdächtigen durchgehen. Keiner kann das perfekter warum als Sie. Es fällt mir dabei dieser eigenartige Klang. Ja, weil du nicht blöd bist, Schnuckelchen. Ich möchte, dass Ihre entzückenden Fingerspitzen über die Computertasten fliegen. Weiter nichts. Tequila, gehen Sie all seine Akten durch, bevor er seine Meinung wieder ändert. Also, werden Sie es tun? Das nehme ich als ein Ja, hä? Komm, Tequila, wir zischen los. Hat er dich wieder aufs Kreuz gelegt, Schätzchen? Hier drin? Ja, kommen Sie. Ich hoffe, ich nehme Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch. Absolut nicht, wirklich. Sonnabend ist nämlich mein Lieblingstag hier. Da bin ich allein und das gefällt mir. Wenn ein Alarm losgeht, dann waren das nur Kinder, die ihre Bälle durch die Scheiben ihrer Eltern geworfen haben oder sowas Ähnliches. Mr. Dirty sagte, Sie könnten von hier aus die Daten ehemaliger und gegenwärtiger Angestellter abrufen. Ja, hier steht eigentlich alles drin, was bekannt ist. Name, Alter, Gewicht, Lieblingssorte Eiscreme. Na toll. Stehen Sie auch so auf Eiscreme? Ja, manchmal schon. Wenn es Sie nicht stört, spiele ich ein bisschen rum, hm? Ja, sicher gern. Machen Sie, was Sie wollen. Und falls Sie irgendwas brauchen, rufen Sie nur. Ja, tue ich. Danke. Gern geschehen. Ich komme schon zurecht. Wir ändern den Mastercode? Ganz recht, Ma'am. Nur Sie und ich kennen die dazugehörige Nummer. War was nicht in Ordnung mit meinem Alarm? Nein, 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 das bedeutet gar nichts. Wir ändern nur den Mastercode routinemäßig, sicherheitshalber. Bonetti, ich bin's. Was gefunden? Ja, es könnte sein, dass ich was habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber es könnte was bedeuten. Ja, Schätzchen, bitte spuck es aus. Ich muss noch 20 Häuser umprogrammieren und Lassie geht mir allmählich auf die Nüsse. Was kann ich dafür, wenn alle den Helden küssen wollen? Angeblich hat Ihnen doch Dirty gesagt, dass er nur Ex-Polizisten oder deren Familien einstellt. So hat er es gesagt. Hier steht einer auf seiner Gehaltsliste, da trifft diese Beschreibung nicht zu. Es sei denn, eine Verwundung durch einen Kopf zählt auch. Und wer ist das? Es zählt durchaus. Garcia? Garcia! Sch-
ich hasse diese Dinger. Gibt's was Neues? Na, es funktioniert nicht. Ich werde es Ihnen zeigen. Obwohl die Japaner der Meinung sind, ich glaube, klein muss nicht der Preis sein. Das habe ich auch schon versucht. Aber es klingelt. Ist schon wieder weg. Also für meinen Riecher stimmt hier was nicht. Tun Sie das nicht. Lachen Sie nicht über mich. Ich finde es nur komisch. Normalerweise sitzen Sie neben dem und... Benutzen wir doch das Telefon von Ihrem Kunden. Nein, ich schaff das schon. Nur weil ihr New Yorker nicht mit Funktelefonen umgehen könnt. Zum Teufel mit dem scheiß Telefon. Schnuckelchen steckt in Schwierigkeiten. Es wird sicher nur eine Funkstörung sein. Hey, New York, komm, mach dich auf die Socken, Junge. Was? Mensch, meinetwegen labert so viel ihr wollt. Ich mach mich an die Arbeit. Wo will er denn hin? Was weiß ich, kommen Sie mit. Völlig neu für mich, dass ein Hund das Sagen hat. Vertrauen Sie mir einfach, okay? Die Frage habe ich mir schon tausendmal selbst umsonst gestellt. Dann mal los. Das war nicht sehr nett. Hoffentlich irre ich mich nicht, aber ich erinnere mich an diese Tacos. Ich bin bestimmt auf der richtigen Spur. Das fasse ich einfach nicht. Lernt man sowas in New York oder was? Als Sie noch Chef bei der South Coast waren, hatten Sie da keinen Bullen mit Instinkt? Doch, sicher. Na, und mein Partner hat ihn tonnenweise. Wo er hin will. Komm, steig ein. Gold Badge, richtig? Endlich hat er es begriffen. Meine Pfoten bringen mich noch um. Hast ja wieder eine wahnsinnig lange Leitung, Junge. Na komm schon. Schon, Garcia. Bringen wir es doch einfach hinter uns. Ich weiß, wie man es machen muss, damit es nicht wehtut. Nachdem, wie die mir wehgetan haben, will ich nicht, dass irgendjemand so leidet! Ihr bekommt wieder Gefühl in den Beinen. Das hätten so wunderbare Worte sein können. Wieder Gefühl in den Beinen! Weißt du, was das für ein Gefühl war, Garcia? Das war, als ob ein blinder Fleischer Filets aus meinen Schenkeln schneidet. Das war, als ob ich kilometerweit über Glasscherben und Stahlspitzen rennen musste. Ein Baby braucht normalerweise 2 Jahre, um laufen zu lernen. Ich brauchte 7 lange Jahre, um wieder richtig gehen zu können. Ich habe es nur bisher noch keiner Menschenseele erzählt. Dank dir, Harry Dudley. Sie ist doch sicher im Büro. Jetzt hat aber seine Nase das Sagen. Ist es, Partner.
Komm, hier müssen wir rein. Komm, hier rein. Kommt hinterher. Keine Angst. Was ist der Laden? Riesengroß. Hier müssen wir rein. Jetzt nur keine Fehler mehr. Das hier. Blut ist auch schon angesagt. Komm, Tequila, such den Killer. Los. Die ist da drin, Mann. Zerschießen Sie doch das Schloss. Ja, mach doch mal. Garcia. Wir treffen uns drin, Partner. Halt durch, Muggelchen. Bin gleich bei dir. Ich habe noch nichts getan. Ich habe nichts getan. Das stimmt. Natürlich hatte ich damals Harry Dörde auch nichts getan. Und der riss mir fast das Bein ab, weil er einem Jungen hinterher war, der als Skateboard geklaut hat. Er ist weder vom Gaspedal gegangen, noch kam ein Tut mir leid, Charlie. Und er legt mich am Arsch. Aber ich war verkrüppelt, Lenny. Hier bin ich schon, meine Süße. Tequila! Tequila, aus, Tequila, er gehört mir. Alles in Ordnung, Schnuckelchen? Ja. Pass auf, Spaghetti! Fallen lassen! Alles in Ordnung? Ja. Gut gemacht, Partner. Jetzt hast du ihn. Komm schon, Mann. Schieß endlich. Komm, tu mir doch den Gefallen. Pass auf, der Kerl ist verrückt. Bonetti nicht! Bonetti! Tu es doch, Mann! Tun Sie es nicht! Sterben willst du, hä? Ja, ich will sterben, Mann. Sei tapfer, tu es bitte! Die Waffe runter, Bonetti! Runter mit der Waffe! Schließ deine Augen. Nein! Mach keinen Scheiß, Mann! Das hier! Wenn du ihr was getan hättest, dann würdest du jetzt auf den Wolken tanzen. Schade, dass ich ihr nichts getan habe. Aber was wie dich sollte man ausknipsen. Das war gute Arbeit. Danke. Ich meinte ihren Partner. Heißt das, ich habe meine Rolle wieder? Unglaublich, dass er diesen Scheiß mitmacht. Was heißt mitmacht? Tequila hat eine heiße Karriere vor sich. Durch ihn wird der Polizistenfonds eine ganze Menge Geld machen, nehme ich an. Was? Polizistenfonds? Ich denke, die Kohle kann ich verbunkern. Ich mache hier die Arbeit, also was soll's? Nur im Land der Spinner und Irren kann ein Hunde-Police-Officer einen Werbespot drehen. Verpiss dich! Damit habe ich sie. Ich suche das Restaurant aus. Garcia, was machen Sie hier? Bonetti, die Lektion Nummer 1. Die Menschen in Kalifornien sind unberechenbar, also Sushi. Nein, nein. Und mit Oper ist auch nichts. New Age-Musik ist angesagt. Der Tod des Trommelfells. Nur habe ich eine ganz schlechte Neuigkeit für Sie. Die 48 Stunden sind längst vergangen. Nein, sind sie nicht. Ich kann Sie jetzt noch herzenslos quälen. Wir haben mit der Wette um 3 Uhr begonnen. Nein, Schätzchen. Aha. Wir haben die Wette vor dem Lunch angefangen. Ich muss es wissen. Das habe ich in meiner Birne. Also angesagt ist Opera. Und kein Seehundfraß. Nur wir zwei beide. Ruhe auf dem Set, bitte. Er muss jetzt nur in das Haus reinrennen, den Pudel retten und wieder rauskommen. Das ist alles. Pudel? Okay. Sagte jemand Pudel? Na, da bin ich schon auf dem Weg. Ich habe noch gar nicht Action gesagt. Was soll das? Du kannst sagen, was du willst. Ich habe Action gesagt und die habe ich gleich. Oh, na wohl kaum. Für das, was ich vorhabe, brauche ich keine Probe, Kumpel. Das entwickelt sich von selbst. Mach mal lieber 5 Minuten Pause. Ah, besser 15, ne? Oder?